This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute wollte ich euch mal was Schönes zeigen. Ja, das geht ja gerade ein bisschen ab wie die Hölle. Ich habe damals angefangen mit den Schumprodukten, euch mal ein paar Sachen zu benutzen, zu zeigen, weil das einfach tolle Sachen sind, die draußen richtig Freude machen. Und ja, der Rune Malte Bertram Nielsen, der hat dann auch angefangen, Schumprodukte zu zeigen, und das ging richtig bei dem durch die Decke. Der hat richtig tolle Sachen gemacht, tolle Videos gedreht, viel Bushcraft, sehr, sehr archaisch und coole Einstellungen, sehr viel mit 50er Objektiv, mit gewollter Unschärfe, Hintergrund und so weiter. Gibt sich da sehr, sehr viel Mühe mit den Videos. Und da hat er auf jeden Fall was losgetreten. Und ja, die Zelte von Schumm, ich benutze die schon eine Weile und die sind wirklich toll. Der Florian Hohmeier, der steht hinter der Firma Schumm, der näht die von Hand. Der wohnt hier im Münsterland und das ist schon herausragendes Zeug. Ich wollte euch heute deswegen mal im Kurzen noch vorstellen. Das ist die eine Hälfte vom Schumm 2P. Also seine Zelte heißen nach der Personenzahl, die in dieses Zelt im Trekking-Komfort passen. Trekking-Komfort heißt Rucksack und Isomatte, also nicht, kein Glamping. Und deswegen 2P. Deswegen würde man wohl auch eher sagen, dass das 2P dann, wenn man zu einem Tipi-Lager oder irgendwas Aufwendigeres machen will, mit eher ein Zelt dann auch sein könnte für eine Person plus viel Gepäck, viel Ausrüstung, sei es Kameraausrüstung, Jagdausrüstung. Und ja, das besteht aus zwei Hälften und das ist nämlich der große Knackpunkt an den Dingern, dass die nämlich mit zwei Reißverschlüssen verbunden werden, und dadurch hat man hier dann zwei Teile. Und das heißt damit, dass jede Person, die dabei mit wandert, das heißt, ich gehe mit dem Buddy wandern, und dann können wir einfach, jeder kriegt eine Hälfte, verstaut sich die unten im Rucksack und hat dann ist das korrekt aufgeteilt. Wenn man sich noch eine kleine Zeltstange dazu nimmt, hat man mit wenig Gewicht, spart man sich das ständige Abgehacke auf Tour von Bäumen und Ästen, um das Zelt aufzustellen. Und wenn man sich noch ein paar Heringe, so ein paar Leichtheringe einpackt, man braucht eben, wie gesagt, nicht viel. Das ist das Geniale an diesen Zelten, die irre geil geschnitten sind. Die haben nämlich sowas, das nennt man Cut-Cut, das habe ich mir auch erst erklären lassen. Das heißt, sie sind ein bisschen eingezogen und dadurch ergibt das einen Bogen. Und wenn man die hochspannt, spannen die sich so exakt, dass diese Zelte keine zusätzlichen Abspannleinen brauchen, selbst im Sturm. Und das ist der herausragende Vorteil von diesen Zelten. Man ist einfach toll ausgerüstet damit, und das steht wie eine Eins, das steht wie ein aufgepumpter Pariser. Jeder Tourenpartner nimmt so einen Teil mit und hat ihn unten im Rucksack drin. Dieses ist nun der schwere Stoff. Es gibt den in mehreren
Varianten in Farben, es gibt ihn in Grün, in Braun. Die Varianten hat er nach russischen, sibirischen Flüssen benannt. Das Braun heißt, soweit ich weiß, Sosva. Und das Braun ist ein sehr hübscher Stoff, wobei dieses Oliv sich auch toll einpasst in die Natur. Und es gibt sie in Weiß, es gibt sie jetzt auch in einem Leichtstoff in Braun, den er sich hat extra anfertigen lassen. Also es ist eine ganz geile Sache und ihr könnt da viel wählen. Ihr könnt auch sagen, ich möchte oben noch eine Schlaufe haben für meine Lampe. Das wird alles individuell für euch angefertigt und das ist grandios. Und das kriegt man heutzutage nirgendwo mehr. Und dass natürlich sowas denn auch Handarbeit mit vernünftigen Stoffen, hochqualitativen Baumwollstoffen seinen Preis hat, sollte jedem klar sein, dass man sowas nicht für 300 Euro von der Stange kriegt, sondern dass so ein kleines Zelt dann auch mal über 600 Euro kostet und ein größeres an die 1000 Euro, was logischerweise bei den Stoffmengen, die da drauf gehen und der vielen Arbeit in der Näherei, die dabei ist. Als nächstes möchte ich euch mal eben kurz zeigen, wie sowas aufgebaut wird und dann so einen kleinen Überblick geben, damit ihr auch so ein bisschen seht, wie groß ein 2P ist und dadurch habt ihr dann vielleicht ein besseres Bild davon. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich baue das auf, weil wir morgen Abend mit ein paar Freunden hier draußen sein wollen. Da vorne wachsen schon die Krokusse. Ja, es wird Frühling. Also wir haben so einen frühen Frühling, Ende Februar. Und wir wollen das ausnutzen, ein bisschen draußen zu sein. Hier bei mir im Garten machen wir ein Feuer und werden das genießen, das Wochenende. Ich habe hier ein paar Heringe. Für so harten Boden habe ich mir einfach mal vom Eisenwarenladen hier ein paar Zimmermannsheringe geholt. Die funktionieren immer super. Und sonst für hier so mal kurz eben im weichen Boden nehme ich heute diese Alu-Heringe. So, jetzt verbinden wir hier diese beiden Teile, dass das, da kommt dann die Hutze drüber und das ist hier so ein Schäkel. So ein bisschen vorsichtig sein. Ja, mal im Mund gefällt, ne? Und dann kommt das hier so durch. Mach den Schäkel hier rein. Na, nun komm. Zieht den fest und dann hat man hier die Hutze. Hat man hier die Hutze, da kommt dann die Stange rein. So, jetzt können wir schon die nächste Seite zusammen machen. Einfach den Reißverschluss. Das sind übrigens richtig stabile Reißverschlüsse. Da könnt ihr wirklich, die reißen nicht kaputt. Auch bei Sturm macht denen das überhaupt nichts aus. Ne? Ja. So, jetzt haben wir schon, seht ihr, hier das im oberen Teil fertig. So, für alle, die immer Probleme haben mit Tippis aufstellen. Bei Tentipi ist das so, so eine Abspannschnur, die kann man dir im Kreis stellen. Aber generell kann man sich einfach sagen, dass dieses 2P von Schumm ist eben ein Sechseck. Und ein Sechseck ergibt, wenn man die Ecken, das Dreieck spannt, also ein gleichseitiges Dreieck. Also muss man sich nur zuerst ein gleichseitiges Dreieck aus den Punkten spannen und dann kann man das einfach aufrichten. Man richtet dann einfach noch ein bisschen, dass sie leicht auf Spannung und gleichmäßig sind, die Ecken raus. Das mache ich gleich, da könnt ihr gleich zugucken. Und dann hat man den Grundriss, da braucht man keinen Zirkel für machen, wie bei Tentipi. Beim Achteck macht man Viereck, ist logisch. Also ein gleichseitiges, also ein Quadrat wäre das dann. Und hier haben wir ein gleichseitiges Dreieck. Ohne Spannung, einfach so, dass das Dreieck steht, dass die Ecken rauskommen. Also jetzt nicht hier auf Krampf ziehen, sondern einfach locker, dass man schön das ohne Falten auf dem Boden liegt.
Und nun richten wir auf. Stange zusammenstecken und dann Reißverschluss aufmachen und rein damit. Nun wollen wir mal die Hutze drüber legen. Die Hutze ist erstmal, kommt sie so als wie so ein Dreieckstuch fast. Und hier seht ihr so eine Tasche. Und nun könnte man ja glauben, dass diese Tasche jetzt einfach hier so rübergelegt wird. Und ganz ehrlich, das habe ich auch am Anfang geglaubt und habe die dann so rüber gemacht und dann so herumgewickelt. Das ist aber falsch. Ja, man nimmt die Hutze und jetzt krempelt man dieses hier mit dem Band nach innen rein und hat dann so eine Nase. Und jetzt hat man hier so ein, wie so ein, ja, das kann man jetzt so reinmachen. Das könnt ihr auch hier dran festbinden, die Hutze, damit euch das nicht wegweht, wenn ihr das mal aufmacht oder was. Und dann eine Schlaufe ran oder so, dann bleibt das da dran. Und jetzt könnt ihr die einfach so. Jetzt habe ich das auch noch falsch rum. So rum. Dann könnt ihr das hier so einfach einklippen. Seht ihr, hier sind diese D-Ringe, zack, rein. Den hier über Kreuz hier rein und den über Kreuz nach da und dann ringsherum und ist die Hutze schön drauf. Ja, und schon steht die Bude. Jetzt geht man bei und packt seine Sachen rein. Bisschen nachspannen. Hier sind so tolle Spanner, die Schneelappen aus stabilem Material. Da kann man noch mal rauftreten. Da passiert nichts, selbst wenn da Steine unter sind. Ja, und da steht es nun. Und wie ihr seht, haben wir hier dagegen. Willst du ein bisschen hier? Das ist ein Schlafsack wieder, ne? Mein Hund ist Schlafsackgeil. Der ist absolut scharf auf Schlafsäcke. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt hier ein schönes Zelt mit Sitzhöhe. Klein, komfortabel. Ihr könnt hier sogar ein Hobo reinstellen, dann müsst ihr die Hutze aufmachen. Ihr könnt jetzt mit dem Ofen beheizen. Eingänge lüftbar, beidseitig kann man es aufmachen. Das kann ich noch mal gleich zeigen. Und dann hat man hier wirklich Raum genug für Gepäck. Oder der Kumpel liegt hier noch, Tourenkumpel. Und man kann hier wunderbar sich drin ausbreiten, weil auch bei Schlechtwetter. Und hat hier auch eine gute Belüftung nach oben hin, indem man das einfach hochzieht, wenn man da ein bisschen mehr Belüftung braucht. Ja, wie ihr sicher raushört, also in letzter Zeit kommt immer dieses Werbevideo. Ja, der muss ja dafür sprechen, weil er ja ein Werbevideo macht. Nein, ich bin ehrlich hellauf begeistert von diesen Sachen. Das ist einfach nur rattengeiles Zeug. Und ja, und das ist... draußen, wenn ihr unterwegs seid, auf Tour, ist das einfach nur, das ist ultra befriedigend, in so einer muckeligen Höhle zu liegen und sich auszubreiten mit seinem Schlafsack hier in der, und hat genug Platz und eben auch Möglichkeiten zum Kochen. Also man kann hier gleich seinen Kocher hinstellen und man muss nicht Angst haben, dass irgendwie ein Kunststoffzelt abfackelt und man hinterher etwas negroid aussieht. Ja, das war's. Ich
glaube, ich habe genug erzählt von diesem tollen Zelt. Schreibt mal in den Kommis rein, was ihr davon haltet. Abonnieren könnt ihr auch wieder. Gerne freue ich mich drüber, wenn ich abonniert werde. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Schauen. Unten ist ein Link drin zu Chum. Und das war's dann auch soweit. Bis denn. Tschüss.